Und ja, hier würde ich gerne reinkommen. Oh, eine Machete übrigens. Leichte Waffe macht 6 bis 18 Schaden. Ja, ist damit doch etwas besser als die Waffe. Aber da würde ich gerne rankommen. Hier ist nichts. Hier ist nur die Druckplatte, um den Philosophenstein zu aktivieren. Hier sehe ich auch nirgendwo Knöpfe. Nö. Nö. Oh, doch. Du bist... Hallo. Ja. Hallo Mumien. Der eine hat sogar seine eine Hand in der Hand. Und ihr seid zum Glück der einzige Haufen. Auch wenn ihr ein Viererhaufen seid. So richtig mögen mag ich das nicht. So. Und ja, ich kann wirklich ein bisschen mit denen spielen, so langsam wie die sind. Und Fackel geht langsam alle. Also bewerfe ich sie mit einer Fackel. Ja, das kann eine Weile dauern. So, schießen wir mal wieder. Einer ist schon mal weg. Nummer zwei ist weg, jetzt fehlen nur noch zwei. So, mit dem letzten können wir jetzt so tanzen. So, genau. Gut. Skills. Accuracy für dich. Und Accuracy für dich. Weil das hier macht ja nur Damage hoch. Und für dich gibt es auch Accuracy oder Missile Weapons erst einmal wieder. Light Weapons, Throwing, Firearms, Critical. Ich würde mal sagen, weiter Missile Weapons. Und für dich hebe ich das mal auf. Ich muss mich nämlich mal wirklich schlau machen, wie das mit der Magie funktioniert. Und da ist unsere Fackel. Potion of Vitality. Energy Potion. Increases Vitality, Stats 17, 17, auch 17 und auch 17. Also kriegt unser Ritter mal mehr Vitality. Und ja, das funktioniert jetzt auch rückwirkend, was ich sehr, sehr nice finde. So, dann heißt es wohl erstmal abspeichern und dann in den Teleporter. Weil hier gehe ich jetzt lieber auf Nummer sicher. Und ja, normalerweise schaue ich solche Sachen nicht nach, aber ich will jetzt doch wissen, ob man nur als Magier und Kampfmagier Magie benutzen kann oder ob das auch mit anderen Klassen irgendwie geht. Weil sonst ist es unsinnig, dass zum Beispiel der Alchemist Magie steigern kann und dass ich dem so einen hohen Mana-Pool gegeben habe. Schaut euch das an, 97 Energie, das kann doch nicht das Richtige sein. So.
Teleporter ist da unten. Genau hier beim Philosophenstein. Das war übrigens auch mal wieder ein nettes kleines Rätsel. Okay, Munition. Es gibt einen Weg zurück. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Oh, hier irgendwo bei Gewichten mal wieder, die ich nicht weghauen kann. Oh. Nicht du schon wieder. Ach du nein, oh Gott. Ach nö, 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 nö. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ein. Okay. Einen hätte ich schon mal ausgeschalten. Trinken. Trinken. Ja. In die Ecke drängen lassen war keine so gute Idee. Du hast noch einen, dann trink den mal. Na, du mal nach vorne. Okay. Noch einer weg. Das war daneben. Und sie ist tot. Kriegt dementsprechend jetzt auch keine Erfahrungspunkte mehr, sehe ich gerade. Und sie ist auch tot. Okay. Laden bitte. Okay. Definitiv müssen wir das anders machen. Erstmal hätte ich nicht einfach so den Schlüssel aufsammeln sollen. Und zweitens hätte ich aufpassen sollen. Ah. Na komm, lad. Gut. Okay. Du kriegst mal den hier. Mach's bitte noch ein paar Potions. So. Am besten noch eine bitte für sie hier. Und dann benutzen wir gleich von Anfang an mit dir Firearms. Übel, ey, übel. So. Das war falsch. Der Teleporter ist hier. Firearms, so. Dort könnten wir einfach runterspringen, wenn es zu ernst wird. Und das war es auch schon. So, jetzt erstmal den da loswerden. Gucken, dass wir den ersten loswerden, bevor die anderen kommen. Ja, genau, bevor die zweite Gruppe kommt. Ja. Wow. Nein, das ist in die Ecke drängen lassen. Das war ebenfalls in die Ecke drängen lassen. Ja. Nur trinken. So, dort hätten wir einfach nach unten flüchten können. Natürlich erstmal gucken, was unten ist. So. Keine Muni mehr. Daneben gehauen. So. Immer noch keine Muni mehr. Du. Du. Trinken.
Das ist nicht gut. Da sind Steine. Von denen hat keiner mehr einen Heiltrank. Mist. Dieses Mal lief es schlechter. Okay, ich kann gleich wieder laden. Okay, neue Taktik. Gucken, was da unten ist. Und zur Not hauen wir einfach noch da unten ab. Wenn es zu brenzlig wird. Das ist halt das Problem, wenn man keinen übermächtigen Zauberer dabei hat. Aber es steht wirklich nirgends bei den Skills, was gebraucht wird. Athletics, Alchemy, Light, Concentration, Throwing, Firearms, Equation, Critical. Armor, Dodge und so weiter. Nee. Wie gesagt, den Punkt hebe ich mir erstmal auf. Feuerschusswaffe wechseln. Du kannst eigentlich, kannst du schon? Nein, ich habe es dir noch nicht beigebracht. Ich bin auf Missile Weapons gegangen. Ich zum Kopf. Egal. Wir kriegen das irgendwie hin. So, dann gucken wir erst jetzt dieses Mal, bevor wir den Schlüssel aufsammeln, erstmal, was da unten ist. Also erstmal natürlich die Munition aufsammeln und den Pilz. Aber dann wollen wir erstmal gucken, was da unten überhaupt ist. Du, Pilz. Hier ist schon mal noch ein Pilz. Und eine Ratte. Ah, mehrere Ratten. Nicht so gut. Aber wenn wir die Ratten hier unten losgeworden sind, dann können wir hier unten uns einfach ausruhen. Ja. Jammed. Immer noch jammed. Okay. Schon das dritte Mal hintereinander, dass das Ding jammed ist. Okay. Ich hoffe mal, von da kommt nicht noch eine Ratte. Trink doch noch mal einen Heiltrank. Ja, was machst du jetzt? Au. Und seine in die Fresse geben. Gut, ich gebe es zu, du bist ziemlich heftig. Ich höre auf jeden Fall noch mehr Ratten. Aber solange die sich nicht von hinten an uns ranschleichen. Ja, so wie der da. Genau. Okay, der Kumpel kommt schon wieder. Müssen wir erstmal versuchen, den auszuschalten. Oder auch sterben dabei. Ich hätte viel früher einen Trank trinken sollen. Das kann ich schon wieder vergessen. Okay, ich habe hier unten Ratten. Und ich habe oben Skelette. Das ist echt ein heftiger Dungeon, aber echt.